die Atacama-Wüste im hohen Norden Chiles. Eine majestätische Landschaft voller verborgener Schätze. Meine Vorfahren sind monatelang mit dem Segelschiff hierher gereist. Ich habe das Flugzeug und dann den Nachtbus auf der Panamericana genommen. Über Nacht ist feuchter Nebel vom kalten Pazifik heraufgezogen. Er wird bald der glühenden Sonne weichen. Vor 100 Jahren war diese Mole eine wichtige Verbindung nach Europa. Mein Urgroßvater Hermann Völsch ließ hier Salz Peter, das Salz der Wüste, auf Schnellsegler nach Hamburg verladen. Salz Peter war der wichtigste Naturdünger für Europa. Die Bevölkerung des alten Kontinents nahm im 19. Jahrhundert rasend schnell zu. Der Salz Peter half, die Gefahr der Hungersnöte in Europa zu bannen. Mein Film ist der Bericht eines Reisenden. Ich bin den widersprüchlichen Erscheinungen einer vergangenen Epoche auf der Spur, um die Gegenwart besser zu verstehen. Meine Reise durch die Salpeterwüste beginnt in Taltal. Hier gründete Hermann Völsch die deutschen Salpeterwerke. Als Generaldirektor arbeitete für ihn sein Freund und Schwager Henry Slohmann. Die ersten, die ich in Taltal treffe, sind die Corderos. Ihrer Familie gehörte früher eine kleine Reederei. Aquí hay dos muelles. Se supone que este es el muelle alemán. Hier sind zwei Molen. Ich vermute, die hier ist die deutsche Mole, die kleine, und die große ist die von Williamson. Im Hintergrund sieht man die deutsche Mole und die deutschen Hafenanlagen, wo die Angestellten wohnten und das alles. Dahinter schließen sich die Lager der Lautaro Nitrate Company an. Was für eine Beziehung hatte Ihr Vater zu der Firma Völsch? Mein Vater war bei Völsch angestellt, bei den deutschen Salpeterwerken. Er kümmerte sich um die Schiffe, die kamen, um Salpeter zu laden. Er ging an Bord, um das Schiff zu empfangen, die Papiere zu übergeben und die Verladung zu regeln. Ihr Vater dirigierte seine ganze Arbeit von hier aus. Auch die Kähne, die den Salpeter zu den Schiffen brachten. Welche Rolle spielte der Salpeter? Der Salpeter war die wichtigste Einnahmequelle des Ortes im goldenen Zeitalter. Es wurden auch Erze ausgeführt, nach Deutschland, nach Japan, überall hin. Was bedeutet das, das goldene Zeitalter? La época de oro significa porque el gran movimiento que tenía el puerto.
Mit dem goldenen Zeitalter bezeichnet man die Blütezeit des Hafens. Hier gab es damals 8 Bankniederlassungen, Konsulate. Die Geschäftigkeit in Taltal war riesig, durch die Seefahrt und den Handel. Es gab sehr viele Ausländer. Das war das goldene Zeitalter. Als der künstliche Salpeter auf den Markt kam, ging alles bergab und man begann, die Salpeterminen zu schließen. Die Mine Alemannia wurde 1935 oder 1937 geschlossen, soweit ich mich erinnere. Ein Taxifahrer bringt mich landeinwärts in die große Wüste, zu den stillgelegten Salpeterminen. Am Horizont tauchen die rußgeschwärzten Wasserkessel einer verlassenen Bahnstation auf. Die Eisenbahn brachte den Salpeter aus den Minen in die Küstenstädte. Der Bahnhof Catalina verband Taltal mit der großen Nord-Süd-Strecke, die von der peruanischen Grenze 2000 Kilometer weit bis zur Hauptstadt Santiago reichte. Englische Unternehmer gaben das Geld für den Eisenbahnbau. Die Arbeiter wurden im Süden Chiles angeworben. Mittellose Tagelöhner, die den glänzenden Versprechungen der Werber folgten, um in der Wüste ihr Brot zu verdienen. Europäer können so verrückt sein, in der Gluthitze in Abfällen herumzustochern, wird sich mein Taxifahrer Aroldo gedacht haben. Einige Kilometer weiter nördlich die Reste der Salpeterwerke meines Urgroßvaters. Die Officina Chile und die Officina Alemannia, die 1903 und 1904 in Betrieb genommen wurden. Zu einer Zeit, als die europäische Expansionspolitik ihren Höhepunkt erreicht hatte. Hermann Völsch war einst als junger Handelsgehilfe ins Land gekommen. Schon nach wenigen Jahren konnte er als wohlhabender Unternehmer nach Hamburg zurückkehren und leitete seine Firmen von dort aus. Das Wohlwollen Gottes erweist sich im ökonomischen Erfolg, glauben die Calvinisten. Hermann Völsch empfand seinen Reichtum als Zeichen der Gnade Gottes. Ich habe keine persönlichen Aufzeichnungen über seine Zeit in Chile gefunden, nur wenige Fotos, die die Dimensionen des Salpeterabbaus erahnen lassen. Salpeter war nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der florierenden Rüstungsindustrie begehrt. Mit Kohle und Schwefel versetzt, wird Salpeter zu Sprengpulver. Der
Der Caliche, die salpeterführende Schicht, liegt meist offen zutage und ist hart wie Stein. Sie muss gesprengt werden. Im trockenen Klima der Atacama verdirbt nichts. Was nicht weiter von Nutzen ist und nicht mitgenommen wird, bleibt einfach liegen. Diese Filmaufnahmen aus den 20er Jahren lagen im Schutt des Kinos einer verlassenen Salpetersiedlung verborgen. Vorarbeiter prüften die Qualität des Caliche mit einer Lunte. Die Arbeiter erhielten keinen festen Lohn. Sie wurden auch der Menge der Brocken bezahlt, die sie mit Hämmern kleingeschlagen hatten. Einige tragen Sombreros und ein paar Galgengesichter scheinen auch dabei zu sein. Aber darauf achtet man nicht. Hier geht es nicht darum, Seelen zu ergründen. Nein, man schaut sich die Körper an. Was zählt, sind Menschen, die kräftig genug aussehen, um in der Salpeterpampa zu schuften, lese ich in den Erinnerungen eines Werbers. Buenos días, tal, tal. Buenos días, segunda región del país. Inicia sus transmisiones Radio Bahía, frecuencia modulada. Desde el 91.3 para acompañarle con lo mejor de nuestra programación matinal. La temperatura a esta hora sobre los 20 grados. A esta hora le tengo el mejor dato de la mañana. En el terminal pesquero usted podrá encontrar el rico congrio colorado, fresquito y rico para usted. Además, dorados, jureles y todo tipo de marisco en el terminal pesquero, directamente del mar para su paladar. Y vamos de inmediato a revisar la música, la portada musical de esta mañana en Bahía, frecuencia modulada. Transmitiendo en Tartal, la tierra enjollada por el sol. Maximino Villarroel, Historiker, hilft mir bei der Suche nach ehemaligen Minenarbeitern. Queremos saber si podemos conversar con su, su esposo. No está, pues está en el hospital. Está enfermo. Está muy... Muy destruido. Ah, está enfermo, el pulmón. Ah. ¿Y podemos visitarlo? ¿En el hospital? Sí. Sí, sí, sí pueden visitarlo. ¿Y está de mucho tiempo así? Ya enfermo. Va a cumplir más de una semana ya. Más de una semana. Claro. Señora Dori, ¿y está enfermo de qué cosa? ¿De los pulmones? De, tiene silicosis. ¿Silicosis? Mm. ¿Y eso es producto de su enfermedad? O sí, sea, ¿de su trabajo? Mucho tiempo trabajó en la máquina de elaboración, en la oficina. Ay. Después, posteriormente, en la mina. Entonces, debido a eso, él le previno esa enfermedad. Y ahí está.
con toda su... Él vive artificialmente nomás. Vive con oxígeno. Antes ocupaba un tubo cada 15 días. Después ocupaba un tubo cada 3 días, cada 4 días. Ahora ocupa un tubo diario. Ahora está ocupando un tubo diario. Y ya llevamos 8 años. 8 años así. Claro que con el oxígeno llevamos 2 años. Ya. Pero anteriormente está obstruido. Pero no hay problema de ir a visitarlo. No, no hay problema de hablando con el doctor, ¿sí? Y para que puedan conversar con él. Okay, referente a lo que habían hablado ya de la planta. Está bien. Está bien. Sí. Lo hacemos. Okay. Bien, pues señora Dori. Muy bien. Gusto haberla visto. Igualmente. Pues. Sí, pues, vamos a ir a verlo ya. Muchas gracias. Empecé a trabajar a los 12, 13 años. Mi primer trabajo... Ich habe mit 12, 13 Jahren angefangen zu arbeiten. Als erstes habe ich Kohle verkauft. In der Pulperia, dem Warenhaus der Officina. Pulperia, le llaman. Entonces, de ahí, me fui a trabajar a la... Von dort bin ich ins Salpeter Stampfwerk gekommen, weil ich dort viel mehr verdient habe. Mit dem Verkauf von Kohle habe ich 32 Pesos verdient und in der Salpeterverarbeitung 68 Pesos. Das war schon ein Unterschied. Danach habe ich die Becken ausgeschaufelt. Sie wurden mit der heißen Lauge gefüllt, in der sich der zermahlene Caliche aufgelöst hatte. Es setzte sich dann eine Schicht Salpeter auf dem Wannenboden ab. Mit einer Schaufel musste man ihn abkratzen und durch eine Öffnung nach unten werfen. Denn der Salpeter hat die Eigenschaft, während des Erkaltens aus der Lauge auszufallen. In den ersten Jahren musste man solche Arbeiten machen. Dann hatte man schon mehr Erfahrung. Und die Firmenleitung hat mich zum Chef der Produktion ernannt. Obwohl es andere gab, die sehr viel älter waren. Nun, ich wollte das eigentlich nicht akzeptieren. Ich fühlte mich zu jung. Ich war 21 Jahre alt. Der Chef der Produktion ist verantwortlich für alle Arbeitsschritte bei der Herstellung des Salpeters. Dass Salpeter von hoher Qualität produziert wird und die Kosten so niedrig wie möglich bleiben. Der ausgelaugte Abraum sollte möglichst nur noch wenig Nitrat enthalten. Für das alles war ich verantwortlich. Nosotros no teníamos que dormir. ¿Ya? Nosotros llegamos por aquí, por acá, conseguíamos saco para dormir porque éramos torrantes, perico, torrantes. Al final después de a poco fuimos haciendo campamento, echamos un campamento, ahí hicimos cama,
de puro saco. ¿Verdad? Y a las 8, a las 6, a las 6, a las 7 de la mañana ir a trabajar, llegar a la canchera y... Ya. Rapidiendo. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar tú? 17 años. Hola. 15 años. Ya, de 7 u 8 años ya estaba trabajando ya. Ah, de los 7 u 8 años, sí. Ya trabajé mucho. ¿Y de, tú de dónde venías? De ahí, de la oficina. Fue un buen tiempo la oficina. Ya. Y ahí me cambiaron. Ya. Me cambiaron de tirar para la Pampa. A la Pampa no me gustó porque tenía que revolar yo para poder... Sacar dos días en vez de uno. Ya. Para poder ganar plata. ¿Y los baños dónde estaban? No había. Los baños, mira, ¿para qué te cuento los baños? Nosotros arrancamos para el cerro nomás. Ah, para el cerro se iban, ¿no? Para el cerro nomás. ¿No habían baños? No había. Estaba lejos. ¿Y acá? Los baños. Ya. Los baños, una corrida así. Una corrida. Ya. Uno aquí, uno allá. Igual que como van aquí. Ya. Roberto, ¿y el agua de dónde sacaban en ese tiempo? Ah, el agua tenía cañería. Tenía cañería para sacar agua para tomar. Eine Reise folgt den ausgebeuteten Salpeterfeldern Richtung Norden. Zu erzählen ist die Geschichte vom kurzen und vom langen Glück. Vom Reichtum, der nicht im Lande geblieben ist und seinen Bewohnern wenig genützt hat. Von der Gewitztheit einiger deutscher und englischer Kaufleute, von der sogar wir noch profitieren. In Antofagasta, der mit dem Salz der Wüste groß gewordenen Stadt, lebt ein ehemaliger Minenarbeiter und Musiker, dessen ganze Leidenschaft der Geschichte des Lebens und der Arbeit in den Salpetersiedlungen gilt. Das Material, das ich hier habe, ist noch nicht richtig eingeordnet. Also schauen wir uns mal das hier an. Das ist die Truhe der Erinnerungen. Wir können es hier hinlegen, wenn du einverstanden bist. Das ist die Lokomotive der alten Eisenbahn von Taltal. Man hat sie später in die Oficina Maria Elena gebracht. Und hier habe ich verschiedene Erinnerungsstücke aus Iquique. Das stammt aus einer Ausstellung? Richtig, das ist ein Zentrum, das ich vor Jahren aufgebaut habe. Was heißt das, ein Zentrum? Ein Zentrum der Nachfahren ehemaliger Salpeterarbeiter. Und wie läuft das? Früher bestand es aus 200 Personen, aber die Zahl ist inzwischen auf 30 zurückgegangen. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Menschen sind woanders hingezogen. Hast du ein Musikinstrument hier? Ja, aber das sind Instrumente von Straßenmusikanten. Kann ich mal sehen? Ja klar, soll ich eins holen? Ja, bitte. Es gibt eine Reihe von Instrumenten. Trompete, Saxophon, Klarinette, Posaune.
Das war eigentlich ein Lügenorchester. Denn die Instrumente sind von den Leuten selbst gebaut worden. Wo 15 Leute zusammen waren, konnte so etwas wie Musik herauskommen, auch mit diesem Instrument. Dabei hat man dann eine Kreissäge aufgesetzt, sich eine Fliege umgebunden und natürlich schick angezogen. So kann man es spielen. Das zeigt, dass der Pampino auch Musik zu machen verstand. Die Musik war sehr wichtig zur Entspannung. Die Jugendlichen und Erwachsenen hatten ihren Spaß daran, nicht immer nur zu arbeiten. Die Musik war ein Ausgleich für die harte Arbeit. So hatte man mehr Schwung, weiterzuarbeiten und weiterzuleben, hier bei den hohen Temperaturen und in der Kälte der Nacht. Die Musik war sehr unterhaltsam. Männer und Frauen spielten zusammen. Hace tiempo aquí en Taltal un grupo grande existió, eran muy buenos amigos, amigos de corazón, todos hombres de trabajo, solían se recrear, tomándose algunos tragos, buscando qué celebrar. Rotarios pobres nos llamaban por su forma tan singular de ser amigos. ...450 Kilometer nördlich von Taltal, mitten in der Salpeter-Pampa, liegt Maria Elena, die letzte aktive Officina in Chile. Alle Menschen, die hier leben, arbeiten im Salpeterwerk. Ihre Zukunft haben sie nicht selbst in der Hand. Entscheidend ist, wie lange noch der Rohstoff einen Gewinn verspricht. Das ist die Misere des gesamten lateinamerikanischen Kontinents. Ein Leben abhängig von den Rohstoffpreisen, die an den Börsen der westlichen Industrienationen gehandelt werden.
Die Tabakpflanzer in den Vereinigten Staaten wollen auf den Salpeter nicht verzichten. Ein weiterer Teil des Naturdüngers wird auf den Feldern im chilenischen Süden verwendet. Der Staub aus der Mühle, die die Caliche-Brocken zermalmt, beherrscht die kleine, schachbrettartig angelegte Stadt. In ihrem Herzen die Fabrik. Alles gehört der Oficina, jedes Haus, die Supermärkte, Schulen und das lokale Radio. Große Ausnahme ist das örtliche Museum, dessen Gründer und Leiter auf seine Unabhängigkeit bedacht ist. Einer, der im Gemeinderat der Allmacht der Fabrik Paroli bietet. Claudio Castellón ist Historiker und Anthropologe. Seine Vorfahren stammen aus den bolivianischen Anden. Er gehört zu den wenigen im Lande, die die Geschichte der indigenen Bevölkerung zu rekonstruieren versuchen. Gleichzeitig ist er ein profunder Kenner der Salpeter-Ära. Wir fahren hinaus in die Pampa, um die Reste des Salpeterreichs meines Urgroßonkels Henry Sloman zu besuchen. Luis Vega Oliva bewacht die stillgelegten Turbinen deutschen Fabrikats, die bis in die 50er Jahre Strom geliefert haben. Henry Sloman, der Erbauer des Chile-Hauses in Hamburg, hatte sich nach 20 Jahren als Geschäftsführer für Hermann Völsch selbstständig gemacht. Er errichtete ein Kraftwerk am Rio Loa, dem einzigen Fluss in der Region. Mit dem Strom betrieb er seine Oficinas, denen er verheißungsvolle Namen gab. Gute Hoffnung, Wohlstand, erfolgreiches Abenteuer für die Europäer. Während einer Revolte zündeten Arbeiter einen Teil der Oficina Buena Esperanza an. Mit berittener Polizei konnte der deutsche Werksleiter den Aufstand niederschlagen. Claudio erzählt mir von seinem Vater. Er war ein führender Funktionär in der Gewerkschaft der Salpeterarbeiter. El sindicalismo está muy ligado a aquellas zonas donde las condiciones de laborales eran muy extremas. No solamente era extremo en su rigor el ambiente geográfico. Zweifellos ist die Gewerkschaftsbewegung eng verbunden mit den Regionen, wo die Arbeitsbedingungen besonders extrem waren. Extrem nicht nur im geografischen Sinn, sondern auch auf die Lebensbedingungen bezogen. Jeder, der die Geschichte des Salpeters kennt, weiß, dass die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen hier am offensichtlichsten war. Das betraf nicht nur die erbärmlichen Lebensbedingungen, die einige Unternehmer ihren Arbeitern auferlegten, sondern auch die Form, in der die Arbeit verteilt und vergütet wurde. Sie war zu jener Zeit eine sehr schlechte und harte Arbeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier im Norden die Idee geboren wurde,
die Arbeit nicht mit Geld zu vergüten, sondern mit Münzen, die nur in den werkseigenen Geschäften gültig waren. Für den Unternehmer ein Kreisgeschäft. Auch die medizinische Versorgung, die Ausbildungssituation, die Arbeitsbedingungen waren sehr schwierig. Das musste natürlich Kampfbereitschaft hervorrufen und die Sehnsucht, das Leben der Arbeiter und ihrer Familien zu verbessern. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele Arbeiter als Angeworbene in den Norden kamen, angelockt durch die berüchtigten Werbemaßnahmen und Werber, die ihnen eine bessere Welt ausmalten. Aber das Einzige, was sie vorfanden, waren Armut und Einsamkeit. Viele der Arbeiter starben mitten in der Wüste, ohne jemals wieder etwas von ihrer Familie zu hören. In der Mehrheit Menschen, die aus dem Süden stammten. Zurück in Maria Elena besuche ich eine Kneipe. Das Lokal und sein Besitzer Nelson Leon sind eine Entdeckung. Nach einigem Zögern ist Nelson bereit, mir seine Sammlung zu zeigen. Sie übertrifft alle meine Erwartungen. También fichas de billetes, salitrero. Aquí tenemos compañía sanitaria. Und wo encontraste du todas esas cosas? En Buena Esperanza. Oficina Buena Esperanza. Misma. Misma. ¿En qué año fue eso?
Y cuatro años. ¿Hace 4 años? Sí. ¿Que tú habías encontrado todas esas cosas? Sí, empezaba. Estaba guardando. ¿Santa Fe del Toco? También del Loman. ¿Sí? Ah, ya. ¿Tienes algo de Fels también? Fels. Mira, verdad. Acá hay Fels y Marti. Ah, ya. Fels, Marti. Ah, él tenía, Fels tenía también una... En Tocopilla. En Tocopilla tenía también una sede, una oficina. Una oficina. Claro. Ah, eso no sabía. Y... Pero para vender cosas. Para... Claro, para esto. ¿Qué vimos? Para esto. Importaban, eran importadores. Claro. Bueno, no solamente estaban en el salito, pero también otra cosa, ¿eh? Claro. Importación, exportación. ¿No? Comía, té. Sí, claro. Claudio, ich habe hier ein Buch über das Chilehaus. Ja, sehr interessant. Ja. Hier sieht man die Form. La forma de un barco. Wie ein Schiff. Dieses Gebäude ist wirklich eine Würdigung Chiles. Gut, aber wie denkst du als Chilene darüber, dass die Mehrheit der Salpeterminenbesitzer Ausländer war? War das gut für die Entwicklung Chiles? Bueno, para el desarrollo de Chile. Bueno, la historia del salitre es una historia de. Die Geschichte des Salpeters ist eine Geschichte von Süße und Bitternis. Sie hat eine gute und eine schlechte Seite. Beide müssen auch vor dem historischen Hintergrund der Zeit gesehen werden. Auf der einen Seite haben die großen ausländischen Kapitalgeber in ungewöhnlicher Weise zur Entwicklung unseres Landes beigetragen. Contribuyeron de sobremanera al desarrollo de nuestro país, generando también empleo. Sie schufen Arbeitsplätze und haben in gewissem Maß die Lebensqualität einiger, nicht aller, verbessert. Denn die große Mehrheit der Arbeiter am Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwirtschafteten mit ihrer Arbeit, mit ihrem Schweiß, ihrem Blut und ihrem Opfer großen Reichtum für diese englischen Magnate. Ingleses especialmente, auch für Deutsche. Auch, aber ich spreche von der Frühzeit. Ihr Kapital wuchs, aber sie machten sich keine Gedanken über die Lebensqualität der Arbeiter. Und warum bewundere ich Sloman? Weil Sloman ein Unternehmer mit einer anderen Vision war. Ich habe seine Geschichte gelesen. Ich glaube, er ist das Idealbild eines Unternehmers. Er war ein Mensch, für den nicht nur die Produktivität seiner Arbeiter zählte, sondern der auch die sozialen Belange bis hin zum Religiösen berücksichtigte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Sloman, ein Protestant, für sein Salpeterwerk eine katholische Kirche bauen ließ, mit dem Kapital seines Unternehmens. Das war sehr wichtig für die guten Beziehungen zwischen den Arbeitern und dem Unternehmer, auf der einen Seite. Und zugleich gibt es keinen Zweifel daran, dass auch Sloman teilhatte an dem, was man die größte Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nennen könnte. El mayor, podríamos decir, explotación
Auch er benutzte eigene Münzen als Zahlungsmittel für seine Arbeiter. Aber im Vergleich mit den anderen Salpeterwerken jener Epoche war die Lebensqualität in den slomanschen Minen zweifellos weitaus besser. Es reicht, sich den Standard seiner Arbeitersiedlungen anzuschauen, der sehr viel besser war als der anderer Unternehmer. Nehmen wir andere Investitionen, wie zum Beispiel die Eisenbahn. Natürlich erlaubte die Eisenbahn eine große Entwicklung der Wüstenregion. Die Entfernungen sind riesig. Die Eisenbahnlinie zur Hafenstadt Tocopilla erbaute der Engländer Edward Squire, nachdem im Pazifischen Krieg die vormals bolivianische Provinz Antofagasta an Chile gefallen war. Als der Krieg zwischen Chile, Peru und Bolivien um die Salpetergebiete begann, kaufte Squire bolivianische Anrechtsscheine für Salpeterfelder, deren Preise auf ein Zehntel ihres Wertes gesunken waren. Während Chilenen, Peruaner und Bolivianer sich gegenseitig umbrachten, widmeten sich die Europäer dem Erwerb von Schuldscheinen. Henry Sloman kaufte seine Salpeterfelder von Edward Squire. In Tocopilla hatte er seine Handelsniederlassung. Bei einem Rundgang durch die Stadt stoße ich auf einen alten Herrn, der meine Neugier weckt. Er war früher Bürgermeister von Tocopilla. Casimiro Budinics Vorfahren stammen aus Kroatien. Zu meiner Überraschung ist ihm Henry Sloman noch persönlich in Erinnerung. Er lädt mich zu sich nach Hause ein. Was für eine Beziehung hatten Sie zu Henry Sloman? Zu wem? Zu Henry Sloman. Ihr Vater kannte ihn. Ah, mucho, porque... Ah, er kannte ihn sehr gut. Meine Verwandten waren Angestellte in Slomans Mine Rica Aventura, zum Beispiel Domingo Budinic. Es gab viele Verbindungen mit ihm. Wir haben unter anderem mit Baumaterial gehandelt. Da waren wir auch Geschäftspartner. Auf der Salpeterindustrie des vergangenen Jahrhunderts gründete das Geschäft der Slomans. Eines Tages traten die Bürger von Tocopilla mit dem Wunsch an Don Enrique heran, einen Club für die Stadt einzurichten. Ein passendes Grundstück stünde zum Verkauf. Nun, sagen Sie etwas dazu, meinte Don Enrique. Es kostet 30.000 Pesos. Gut, ich werde es kaufen. Aber wir werden es auf den Namen eines Vereins eintragen lassen. Außerdem wird eine Hypothek darauf liegen. Für diese Hypothek mussten weder Zinsen noch sonst irgendetwas bezahlt werden. Aber warum hat er es mit einer Hypothek belastet? Um auszuschließen, dass es von neuen Mitgliedern des Vereins einfach verkauft werden könnte. Um sicherzustellen, dass der Club in den Händen des Vereins bleibt und nicht in die Hände von Privatpersonen gerät. Don Casimiro, können Sie mir etwas über die Molen hier im Hafen erzählen? Die kleine Mole dort gehört der Vereinigung der kleinen Kupferminenbesitzer. Die nächste hier ist staatlich, vom Zoll. Die andere dort gehört jetzt der Officina Maria Elena, früher den Engländern. Und da hinten war die Mole von Sloman. Thank you.
Chacabuco, Geisterstadt in der Wüste. Während der Militärdiktatur Pinochets diente sie als Konzentrationslager. Stumme Zeugin der Gräuel, die hier stattfanden. Chacabuco ist ein Ort, der all dem bisher Erfahrenen als Kulisse dienen kann. Ich versuche mir das Stampfen der Fabrik vorzustellen. Die Pfiffe der Eisenbahn, die Rufe der Arbeiter, das Lachen der Kinder. Armut und Mühen der Menschen, die hierher kamen, um ihr Glück zu suchen. Die Geschichte des kurzen und des langen Glücks. Sind Menschen auf Reisen gegangen, um neue Wege für sich zu finden. Die Fahrten meiner Vorfahren haben mich als Kind fasziniert. Ich verstand sie als Abenteuer, als Aufbruch ins Unbekannte und Idealbild eines Lebens, das ich eines Tages selber führen wollte. Jahre später habe ich gelernt, dass die Geschichte der europäischen Expansionspolitik wenig ruhmreich war, sondern eine endlose Kette der Unterwerfung von Völkern und Ländern, im Namen des Fortschritts und der Zivilisation. Das Leben in der Fremde war ein Abbild vom Leben daheim. Die Angestellten von Völsch und Slomann kamen fast ausnahmslos aus Deutschland. Ihnen wurde der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht. Elektrisches Licht, Bäder, Billard, Bibliothek, deutsches Essen, Sport, Klavier, Grammophon. Die Filmkamera hält das Gruppenbild gut gelaunter und selbstbewusster Angestellter fest. Der Blick auf das Fremde, Unbekannte fehlt. Es ist, als ob sie in der Fremde leben, aber niemals dort wirklich angekommen sind. Letzte Station meiner Reise, im äußersten Norden Chiles. Hier lebten die Salpeterbarone. Hier fand 1907 der erste große Streik der Minenarbeiter statt. Er endete in einem Massaker mit 2000 Toten. Unterdessen traten im Theater der Stadt die Größen der europäischen Schauspiel- und Gesangskunst auf.
In Iquique begann der Aufstieg von Völsch und Sloma. Ihre erste Anstellung fanden sie bei einem deutsch-chilenischen Salpeterhändler. Vergeblich suche ich im alten Hafenviertel nach seinem Haus. Meine Reise geht zu Ende. Der Versuch, die eigene Gewissheit in Frage zu stellen und im Fremden etwas über sich selbst zu erfahren. Der Ausguck auf dem Dach erinnert mich an Hamburg und die Gewohnheit der Reeder dort, schon beim Einlaufen ihrer Schiffe die Preise der mitgebrachten Waren zu kalkulieren. Hier schließt sich der Kreis mit der fernen Stadt in Europa, der der Salpeter unerhörten Reichtum bescherte.